Jo, jetzt mal eine Frage. Verzichten denn Veganer auf Fleisch? Weil ich habe ja jetzt gesagt, Verzicht ist unnötig. Was meine ich denn jetzt damit? Verzichten Veganer auf Fleisch? Wahrscheinlich nicht, weil sie haben sich ja irgendwann mal dazu entschieden, dass sie meistens aus moralisch-ethischen Gründen, selten aus nährstofftechnischen Gründen, es sind wirklich fast immer moralisch-ethische Gründe, weswegen Veganer oder Menschen, die halt Veganer werden, sich entscheiden, Veganer zu werden. Wenn der jetzt schon seit 2, 3, 4 Jahren Veganer ist, verzichtet er dann noch auf Fleisch? Ist das dann so, dass der dann an der, ja weiß ich nicht, an einem Restaurant vorbeiläuft, wo Schweinshaxen auf den Grill geschmissen werden? Denkt er sich dann, oh, jetzt habe ich richtig Bock auf eine Schweinshaxe? Oder will der das vielleicht gar nicht? Ja, der will das natürlich nicht. So, das heißt, der verzichtet ja nicht. Der verzichtet ja nicht. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das heißt, der hat ja seine Denkweise verändert, weil die meisten Veganer haben ja früher auch Fleisch und tierische Produkte allgemein gegessen und haben sich irgendwann entschieden, das zu verändern. Aber jetzt verzichten sie ja nicht. Sie wollen es ja einfach nicht mehr. Zweites Beispiel. Hast du oder kennst du vielleicht jemanden in deinem Umfeld, der ein alkoholisches Getränk früher mal geliebt hat und heute verabscheut? Ja, wo sich richtig ekelt. Das ist auch immer so ein schönes Beispiel. Einmal komplett übersoffen, ja, dann alles rausgereiert, so was drin war, und extreme Übelkeit, richtig schlecht gefühlt, also so halbtot. Und ja. Dann, das ist meistens das Ereignis, was passiert, und dann kann der Mensch das eine alkoholische Getränk nicht mehr sehen und nicht mehr riechen, er wird ihm sofort schlecht, während alle anderen alkoholischen Getränke immer noch sehr gut funktionieren und sehr gut getrunken werden können. Verzichtet der Mensch jetzt auf dieses eine oder will er es nicht mehr? Das ist jetzt die Frage. Und natürlich verzichtet er nicht. Ja, der muss nicht verzichten. Dem muss keiner sagen, dass er das nicht trinken soll. Sein Gehirn verbindet das nämlich jetzt nicht mehr mit geil Party, Wochenende, alles ist super, sondern das Gehirn verbindet das mit, ich lieg in der Kloschüssel und kotze mir die Seele aus dem Leib. Ja, und das ist halt nicht so eine geile Verlinkung, nicht so eine gute Vorstellung. Und das Gehirn hat halt so eine starke Erfahrung gesammelt damit auch, als wir uns einmal damit übersoffen haben, dass es ja gelernt hat, dass es pures Gift ist und man sich bloß davon fernhalten sollte. Und dann reicht es schon, wenn man das nur riecht und in der Nähe irgendwie wahrnimmt, da kommen sofort dieses ganz krasse Körperfeedback hoch, so das, was einen extrem abstößt. Also manche Menschen haben das, viele Menschen kennen auch jemanden, bei dem das so ist. Und ja, die verzichten ja nicht. Also Veganer verzichten nicht, die Leute verzichten nicht auf dieses eine alkoholische Getränk etc. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel zu dem ganzen Thema. Nämlich, dass du es schaffst, bestimmte Sachen gar nicht mehr zu wollen. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich gehe ins Restaurant und bestelle mir nie die Sättigungsbeilage. Also ich bestelle sie ab, um genau zu sein. Also wenn da irgendwie Reis, Nudeln oder irgendwas dabei ist auf der Speisekarte, dann sage ich, ich hätte das gern ohne Reis, ohne Nudeln, weil ich weiß, wenn ich das dann mitesse, dann habe ich danach ein massives Völlegefühl, bin müde, abgeschlagen, schwerfällig. Vielleicht noch Verdauungsprobleme später, etc. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also ich will es nicht. Deswegen bestelle ich das ab. Das ist für mich schon ein vollkommener Automatismus mittlerweile. Und dann esse ich das halt einfach ohne die Sättigungsbeilage und mir geht es hervorragend. Und danach bin ich super fit und top und alles ist super. Sprich, ich will es nicht. Ich muss nicht darauf verzichten. Ich muss nicht auf die Nudeln verzichten, sondern ja, ich will es halt nicht mehr. Und dafür gibt es extrem wirksame mentale Techniken, mit denen man das in kürzester Zeit hinbekommen kann. Also die eine Möglichkeit ist immer, dass man so einen Klickmoment hat. Häufig ist der Klickmoment ein schlechtes Ereignis, wie das mit dem Alkohol und oder ähnliches Einschneidendes. Also Leute rauchen 50 Jahre, kommen nie davon los, dann kriegen sie irgendwann die Diagnose Lungenkrebs und auf einmal hören sie von heute auf morgen auf. So, da gab es dann so einen krassen Klickmoment im Kopf, dass es dann doch auf einmal schaffen von heute auf morgen. Und es gibt tausende Beispiele in allen möglichen Hinsichten dafür, wo Leute es einfach gecheckt haben. Und es ist immer ein Moment, wo es richtig Klick macht im Kopf und dann stellen die Leute in dieser Hinsicht komplett ihr Leben auf den Kopf, könnte man sagen. Und das ist halt der entscheidende Faktor. Und dafür gibt es einmal die Möglichkeit, ein negatives Ereignis zu erleben. Und es gibt natürlich die andere Möglichkeit, mentale, hochwirksame Techniken einzusetzen und anzuwenden. Quasi so eine Art Gehirntraining, mit denen man es auch ziemlich schnell schafft, bestimmte Dinge nicht mehr zu wollen. Und das habe ich auch schon angewendet bei mir. Ich habe immer gerne Chips gegessen. Dann habe ich eine dieser mentalen Techniken angewendet, einige Tage lang. Und ich wollte danach, wenige Tage danach, wollte ich tatsächlich keine Chips mehr essen. Also das funktioniert hervorragend und ist extrem geil, weil du einfach nicht verzichten musst danach. Du denkst, ich bin da nicht am Chipsregal vorbeigelaufen, dachte mir, oh cool, oder oh schade, heute kann ich keine Chips essen, sondern ich bin vorbeigelaufen, dachte mir, ja gut, dass ich das Zeug nicht esse. So,
Also ich wollte es nicht haben. Und das ist halt der entscheidende Faktor, wie man es langfristig schafft. Also sprich, man verändert seine Denkweise, man verlinkt die Dinge anders im Kopf, man verbindet sie eben nicht mehr mit dem einzig Schönen am Tag oder mit purer Entspannung oder wie auch immer oder schmeckt gut, sowas in der Richtung, sondern man verbindet sie halt mit, ja, den Dingen, was sie halt auch wirklich verursachen, was in meisten Fällen halt irgendwie Krankheiten im weitesten Sinne sind oder in ähnlicher Form verminderte Lebensqualität. Und das funktioniert hervorragend, wenn du genauer wissen willst, wie das funktioniert. Vitalkodex.de, das ist nämlich ein extrem wichtiger Bestandteil im Vitalkodex, diese ganzen mentalen Geschichten. Es geht nämlich nicht nur darum, dass ich dir erzähle, was du essen solltest und was nicht, sondern es geht eigentlich vielmehr um Prinzipien. Wie du das genau umsetzt, das kannst du dann selber entscheiden, sobald du die Prinzipien verstanden hast. Und vor allem, es geht um den Kopf, es geht um die Denkweise. Und wenn die Menschen falsch denken, können sie ihre Ziele nicht erreichen. Das heißt, es muss an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Klick im Kopf geben oder auch einen großen Klick. Und dann denken die Menschen anders und auf einmal können sie es ganz easy von heute auf morgen alles auf den Kopf stellen oder zumindest die wichtigen Sachen auf den Kopf stellen und wollen das nicht mehr und dann verzichten sie auch nie wieder. Wie das funktioniert, vitalkodex.de, schau dir das unbedingt an, die kostenfreien Videos, da gehe ich noch viel, viel genauer drauf ein.